Zwei große Kräne im Hamburger Hafen heben die vier Teile des Schleifzuges aus dem Bauch eines Containerschiffes. Rund 4 Wochen war die Ladung aus Texas unterwegs. Die Ankunft des Zuges ist der Schlusspunkt einer langen Entwicklungsarbeit. Man ist einfach nur happy. Man hat ein Ziel mit 5 Jahren. Jetzt. Wir haben nie daran gedacht, dass es so lange dauert. Aber man hat das was erreicht, was wahrscheinlich keiner mehr bei DB-Netz erreichen wird. Das ist die erste Schleifmaschine, die DB-Netz selbst beschafft. Und es ist einfach nur happy. Und es fehlt auch eine Riesenlast von einem. Der Zug ist speziell für die Bedürfnisse von DB-Netz entwickelt und gebaut worden. Er ist eine Hochleistungsschienenschleifmaschine, die mit 12 Kilometern pro Stunde Schienen bearbeiten kann. Das ist doppelt so schnell wie bisher. Damit schafft der Zug pro Schicht bis zu 40 Kilometer. Herzstück des Zuges, die 60 Schleifsteine, die innovativ konstruiert sind und so den Zug effektiver machen. Das Besondere der Maschine, und das war auch mit ein Anschaffungsgrund, wir können diese Schleifsteine horizontal wie auch vertikal verfahren. Das können die bisherigen Maschinen, die wir derzeit im Rahmenvertrag einkaufen, nicht leisten. Wir haben dadurch einen wirtschaftlichen Erfolg, dass wir die ganzen eingebauten LST-Schaltmittel, also signaltechnische Einrichtungen, die können am Gleis verbleiben. Wir können trotzdem die Schiene fast zu 100% an der Stelle auch beschleifen. Bisher musste vor dem Schleifen erst die Signaltechnik an der Schiene zeitaufwendig abgebaut und danach wieder eingebaut werden. Zusammen mit einem zweiten Schleifzug, der im Herbst aus den USA kommen soll, wird der Zug einen Großteil des 34.000 Kilometer langen Netzes der DB warten. Der Zug wird Gleise präventiv schleifen und so die Lebensdauer der Schienen deutlich erhöhen. Die Deutsche Bahn kann damit die präventive Instandhaltung ihres Netzes deutlich verbessern. Wir haben bisher die Maschinen alle nur am Markt eingekauft. Das heißt, DB-Netz hat noch nie selbst Maschinen betrieben für die Schleiftechnik. Und in der Schienenbearbeitung sind die Preise in den letzten Jahren explodiert. Und wir haben einfach gesagt, wir möchten dieses selbst tun. Wir sind auch der erste Infrastrukturbetreiber in Europa, der eine Schienenbearbeitungsmaschine im Schienenschleifen jetzt besitzt und selbstständig betreibt. Die Hochleistungsschienenschleifmaschine wird jetzt gründlich getestet und dann zugelassen. Doch vorher wird sie auf der IAF in Münster präsentiert.